was die Bremsen so leisten, ist schon enorm. Ich glaube, das ist mit das Beeindruckendste im ganzen DTM-Auto. Wir haben Einheitsbremsen in der DTM, aber auch da gibt es natürlich je nach Witterung und Außentemperatur verschiedene Blankings. Die muss der Ingenieur entscheiden, aus der Erfahrung raus. Wir als Fahrer können nur während der Fahrt an so einem kleinen Drehrädchen, dieser, sagen wir, wie ein Propeller, der da ist, die Bremsbalance verstellen. Das heißt, die Balance zwischen Vorder- und Hinterachse. Entweder bremst das Auto vorne mehr oder hinten mehr. Macht man in trockenen Situationen über die Distanz mit Abbauen und Reifengrip. Speziell natürlich auch, wenn es jetzt anfängt zu regnen oder sowas, dann machst du große Änderungen. Da probiert man die Balance im Verhältnis viel weiter nach hinten zu drehen. Das ist ein ganz gutes Tool, um seine persönliche Balance im Auto zu finden. For the driver, it's all about feeling. We have quite big carbon brakes, which are great. They have a lot of stopping power when they're hot. The problem is when we leave the garage, they're cold. You don't have any way of heating them in the garage. Man sieht oft, dass die Fahrer beim Rausfahren immer Bremslichter anhaben. Da legt man erstmal die Bremsbeläge an die Scheibe an und probiert sie dann in Arbeitstemperatur 3, 4, 500, 600 Grad hoch zu bekommen, um wirklich die maximale Bremsleistung zu generieren. It's not like a road car where the brakes are great straight away. On the outlet, you'll be braking very hard, more than you would usually do on a lap, just to try and generate temperature, because otherwise, you know, you hit the brake and nothing really happens. Wenn man da rausfahren würde zum ersten Bremspunkt und einfach kalt drauf tritt, dann hat man ein hartes Pedal, aber keine Bremswirkung. Beim Fahrwerk kann man sehr viel machen. Die Fahrhöhen, wir legen das Auto hoch, wir legen das Auto tiefer, kennen die Sportwagenfahrer, ja, die haben so ein Gewindefahrwerk, da schrauben sie auch immer rauf und runter. Da spielen wir natürlich permanent mit dem Fahrwerk. Man kann das Rake vom Auto verändern, ob das Auto mehr nach vorne gekippt ist oder nach hinten gekippt ist. Dämpfer, Federn. Härterer Stabi, weicherer Stabi. Also das sind viele Parameter, wo ich als Fahrer eine Aussage treffen muss, was besser für mich ist. That's the difficulty, always changing it, always playing with it to try and find the perfect balance. Mechanisch, sage ich mal, würde man gerne sehr weich fahren, vielleicht für die langsamen Kurven. Das wiederum ist aber ein Problem für die schnellen Kurven, weil dann das Auto einfach zu viel sich bewegt. Ja, und in dem Kompromiss bewegt sich jeder. Man denkt eigentlich reinsetzen und fahren, aber so ist das nicht im Rennauto.